Und willkommen zurück hier im Final Dungeon scheinbar. Ja. Hier ist noch eine Kiste. Hat die etwa geglaubt, sie kann sich vor uns verstecken? Deep Ocha. Not even the Aureole can match your obsession with empty space. Equip. Was macht denn das? Ist das besser als das Bravery Badge? Def plus 25, Arts Defense plus 25, Speed plus 25. Prevent Seal und Mute. Ja, das ist besser. Okay, hier kommt man dann wieder hier unten hin. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass meine Gruppe ein bisschen zu gut ist. Ich meine, ich kriege keinen wirklichen Schaden durch die Gegner. Boah. Wisst ihr, was ich gerade gesehen habe? Estelle's Support Craft. Swelling Hope. Die gibt einfach allen 30 CP. Also, wie übertrieben soll das denn noch werden hier mit meinen Crafts? Sonst war hier nichts. Irgendein, hier ist doch was faul, sag ich doch. Das Schwert muss nach oben. Jetzt kann man da unten scheinbar weiter, aber hier in die Richtung ging es ja auch noch irgendwo rein, ne? Hier ist Luna Pendulum. Habe ich ja schon. The amount of things in this chest now equals the game's title. Thanks a lot for that. Danke. Ortmund. Ellie. Breath. Ja. Aus bestimmten Winkeln sieht das Feuer manchmal grün aus. Also wenn wir uns entfernen, seht ihr das? Und dann wird das grün. Keine Ahnung wieso. Ich schätze mal, da Joshua auf Stufe 38 ist. I clapped when he used the 8 leaves one blade style. Schön, dass du geklatscht hast. Ist auch ein sehr schöner Style. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Protagonisten, der den benutzt. So. Zack. This place. Could this be the Fort Commander's chamber? Look. Ah, okay. No way. That's the same crest as in the one inside the temple. The mark of the cult, this is it. Though it's a little different from the one in the report about the incident 6 years ago. On top of that, it's also different from the one in Joachim's folder. That crest had wings or something, I think. It's probably just a simplification of the cult's current crest. Maybe even a prototype. And considering its location, that means the cult's origin date back to over 500 years ago. It may even have been founded here in Crossbow. Right. The crest in the temple dates back to a period of war 500 years ago. It's possible that the cult took advantage of influential figures back then and spread its hold all over Zemuria. This is crazy! We'll unravel the truth behind the cult soon enough. Everyone, look out! Oh, kommt wieder einer von den Devils. Something's here. Is that thing like the devils from Phantasma? The whole place is starting to warp. Be careful. Let's beat the hell out of it! Aber es ist alleine. Es bekommt nicht viel Schaden. Wenn ich hier jetzt Supreme Flicker mache, es resistet dagegen, okay. Dann mach doch mal Combo Craft Omega Strike 2. Wie viel Schaden macht das denn jetzt? Und sieht die anders aus als vorher? War das vorher schon pink?
Ich glaube, eigentlich ist das nicht anders als vorher, aber es dürfte mehr Schaden machen, weil es eben die zweite Version davon ist. Du machst, komm, mach einfach mal Death Scorpion. Deine CP füllen sich eh so schnell wieder auf. Nee, echt jetzt. Ha, er hat nicht getroffen. Attacke. Danke für den CP-Boost. Craft. Warcry. Lightning Flash. Komm, mach das doch mal. Ich will das mal sehen. Interessant. Stunbreak. Craft. Death Scorpion. So werde ich das nach und nach machen. Attacke. 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 Craft. Warcry. Craft. Energy Circle. So kannst du alle treffen. Lloyd greift auch normal wieder an. Du greifst auch normal wieder an. Craft. Death Scorpion. Ja. Immer so weiter halt, ne? Ich glaube, man kriegt das Prinzip schnell raus. Wie wäre es, wenn ich hier jetzt einfach mal ein Courage reinhaue? Attacke. Attacke. Saintly Bullet, sehr schön. Brauche ich mich nicht mehr drum zu kümmern. Craft. Warcry. Craft. Stunbreak. Du greifst nochmal an. Das ist so nervig, diese Super Recovery, dass es auch immer einen eigenen Zug braucht. Art. Breath. Kannst du nicht einfach Holy Breath machen, oder? Craft. Death Scorpion. Attack. Craft. Encourage. Holy Breath, sind alle wieder voll geheilt. Attack. Craft, Stunbreak. Craft. Warcry. Eigentlich immer das Gleiche, wa? Achso, du bist dran, Lloyd. Craft. Death Scorpion. Team Rush. Swelling Hope. Attacke. Shadow Blade. Das ist wahrscheinlich eine Deathblow-Attacke. Scheinbar nicht, aber sie war trotzdem ziemlich stark. Craft. Death Scorpion. Dann müsste es das gewesen sein.
Ja. Und die Tür geht auf. Wow. It looks like we finally reached the heart of the lodge. Everyone, let's move. Aber erst gehe ich nochmal hierhin zurück. Da steht eine Kiste. Hätte ich fast nicht gesehen. Abandon all hope, ye who open me. Tut mir leid, das ließ sich nicht vermeiden. Hier ist noch eine Kiste. Die versuchen sich zu verstecken. Mafia, Assassins, Corrupt Politicians and a Drug Dealing Cult. Hell of a day, ja? Die hat nicht vorgeworfen, dass ich sie bestohlen habe. Sie hat eigentlich einen netten kleinen Smalltalk angefangen. Aber ich stehe nicht auf Smalltalk, deswegen nehme ich trotzdem alles mit, was sie hat. So. Danach geht's bestimmt auch noch weiter. Und ich habe wieder Gelegenheit, meine CP aufzufüllen, denke ich mal. Oder? Ja, guck mal hier. Das ist die Stelle, wo wir im Intro waren. What in the world? Genau das ist es. Nur im Intro waren Estelle und Joshua nicht dabei. Wow. This shaft looks never ending. Where could it lead? Was all this built hundreds of years ago too? From up here, I'm guessing it's at least a good 500 arch deep. Oder waren die doch dabei? Man, it's gonna be a pain in the ass to get all the way down there. Tio, what's wrong? Are you alright? You look so pale. I'm fine. It's just that this place triggered some unpleasant memories. Of that place you mentioned before? You mean those bastards hide out at the Republic's western border? Yes. Maybe this shaft was built to be a staircase toward Gehenna, where Idios was renounced and the devils were worshipped. And to gain their trust, they sacrificed humans under the veil of ceremonies. Disgusting! That explains the smell! Riecht's nach Leichen oder was? In that case, I think our mission is clear. For the sake of those who helped us come this far, and for the girl who's waiting for us to come home, it's our duty to shatter these twisted delusions and bring them to light. We'll put an end to all of the suffering they've caused. Lloyd. Sheesh, Lloyd! If it ain't the smell here that's gonna off me, it will be one of your cheesy speeches. But I'm with you on this one. Let's give 'em hell. Same here. Our enemy is like a spider, hiding in the shadows and pulling the strings of its web. But we've come a long way. We can't bring them to justice. Indeed, we cannot be defeated. Our strength is yours, 100%. You can count on us to back you up. Alright, time to get going then. The four of us are members of the Crossbow Police Department Special Support Section. And the senior bracers of the Bracer Guild, Estelle and Joshua Bright. We'll now commence the infiltration and settle this case once and for all. Gut. Gerade nochmal speichern. Ich mache mir immer Sorgen darum, dass irgendwas passieren könnte. Da, wir brauchen noch CP. Aber hier sind ja noch genug Gegner, mit denen wir die wieder auffüllen können, ja? Vor allem Randy. Und ich denke mal, ich muss auch noch Level 38 erreichen, weil Joshua ist Level 38 und meine Gruppe 36. Geht's hier noch weiter? Ja, wahrscheinlich ist das nur so ein Nebenraum und ich muss nach ganz unten. Ach, hier ist zu. Ich kann gar nichts anderes machen, als hier weiterzugehen. Irgendwie muss man da aber auch noch hinkommen können. Wahrscheinlich hier entlang, ne? Rest. Heißt das, hier wartet wieder irgendein Gegner auf uns? Yes. Okay, jetzt haben wir das Tor zur Hälfte geöffnet. Das geht mir alles viel zu weit gerade. So. Jetzt geht's hier wieder
Wir gehen zu einer Kiste, okay. Alles separat nochmal. Music Trivia. The Sun's Force Music is a joint effort. Momiyama composed it while Sonada and Unisuga rearranged and fine-tuned it. Codename XS065UP. Ach, interessant. Was ein schicker Codename. Absolut nachvollziehbarer Name. Alter, warum ist das hier so ein riesiges Gebilde? Ich habe Angst, dass ich irgendwas übersehe. Laufe ich gerade an allem Optionalen vorbei? Ich hoffe doch nicht. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus hier. Eine Spinne. So, fehlt nur noch Randy, dann sind wieder alle CP voll. Und dann sind jetzt auch schon mal alle auf Stufe 37. Ah, gut. Jetzt kann ich da nachher wieder zu der Kiste hin. Interessant. Dieser ganze Weg für eine Kiste, für die man ewig backtracken muss. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht zu weit in die richtige Richtung. So ein fettes Ekelviech wieder. Curia Baum. Every time you open a chest, Ideos sheds a tear. Think about it. Ich glaube nicht, dass sie weint, nur weil man eine Kiste aufmacht. Ich glaube, das ist ihr relativ egal. Ich glaube, Ideos kümmert es reichlich wenig, wenn irgendwo jemand eine Kiste aufmacht. Proxy Puppet. Ja, die brauche ich nicht. If you think about it, a chest is just a barrier between you and what's inside. Not like that's stopping you. So. Okay, jetzt kann ich hier aufmachen. Und ich denke, da ist dann der richtige Weg weiter. Wir sehen uns, wenn ich wieder backgetrackt bin. Okay. Ich glaube, hier war ich noch nicht runtergegangen, oder? Oder bin ich von hier unten gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Man verläuft sich hier einfach so einfach. Ja, hier war ich. Das heißt, ich war hier noch nicht drin. Oder? Hier ist auf jeden Fall noch ein Monster mit einer Kiste. S-Tablet. Fun fact, Trails in the Sky was actually the second arc of the series. The first was Trails of Oregon for DOS. Aha. Ich dachte, das erste war Trails in the Sky. Trails of Oregon. Okay. Muss ich mal nachgucken. Ah, eine Monsterkiste, okay. Kümmern wir uns mal drum. Das hat sehr viel Erfahrungspunkte gegeben. If you grind your teeth in an RPG, do they get stronger? Wegen Level grinden und so, ne? Aha, okay. Aris Graves. Man only, nimm du das mal. Gut. Dann kann man von hier, ne? Dann muss ich hier wohl auch wieder lang. So. War ich hier irgendwo noch nicht lang gegangen? Weiß es nicht. Hier war ich hier schon. Ja, von hier bin ich gekommen. Ich kann mich dann gerade nochmal voll heilen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier schon lang gegangen bin. In die Richtung weiter an der Tür vorbei. Hier ist noch eine Kiste, seht ihr? Found EP Charge. An evil, unassuming looking middle-aged scholar in my Trails game. It's more like than likely than you think. Huh.
Habe ich gerade, glaube ich, nicht verstanden. So. Was wir noch machen können, ist hier zurückzugehen, weil wir hier ja die Tür aufgemacht haben für die Kiste. P-Charge 2. Was war da? I came here from Libel to hide from a Bracer couple that kept looking my... looting my friend... You two! Tja, da sind sie. Und eine weitere Kiste. Also nochmal speichern und dann ab geht die Post. Monsters disappeared. Jetzt sind alle Stufe Dings, ne? Stufe 38, so wie es sein soll. Ever wonder why Ellie uses a gun? She'd rather eliminate the monsters than take any chances. Ja. Equip. Ellie. Lost Campbell. Wofür habe ich mir eigentlich stärkere Waffen gekauft? So, dann gibt's noch diese Richtung. Hier ist doch bestimmt auch noch was. Ja, zum Beispiel eine Kiste. Und zwar ist da drin wieder ganz viele Sepit. Is that a bulge of Sepit in your pocket? Or are you just happy to see me? Das sind die Sepit, die ich gerade aus dir rausgenommen habe. So. Speichern. Und jetzt können wir weiter. Wahrscheinlich kommt jetzt der nächste Devil. Second Stadium. Okay, hier ist alles so metallmäßig. Sieht schon viel moderner aus jetzt. All the modern technology in this ancient fort is throwing me off. I wonder if Joachim modified all these contraptions himself. I'd say so. If we were to guess, this equipment was used to complete his Gnosis research. Rational deduction. Also, I don't remember the hospital having any equipment like this. Watch out! We've been found. Ach, guck mal, Mafia-Typis. Ravishy. Managed to find your way inside this mesa. Come on, just surrender and you won't receive a pummeling. That drug may have made you stronger, but we outnumber you. Please, hold on. There is something off about them. What the heck? What's wrong with them? This again. Die verwandeln sich in Monster. Die mutieren. Das ist wirklich Real Blood. What just happened? Metamorphosis. We can figure that out later. For now we can knock him silly. Okay. Auf jeden Fall sehen sie jetzt ziemlich hässlich aus. Demonicus. Na super, geil gemacht, Lloyd. Craft. Supreme Evil Eye. Seid ihr jetzt anfällig dafür? Sie resisten. Daily Storm. Das macht gut Schaden. Eigentlich will ich nicht rausfinden, was die alles können. Mach mal Death Scorpion schon mal. Okay. Randy ist der Einzige, der jetzt gerade Craft benutzen darf. Damit es schneller geht. Weil eigentlich sind die nicht so gefährlich, dass ich meine CP dafür verbrauchen müsste. Evil Wind? Ah, Lebensregeneration. Na super. Und die resisten gegen Angriffe? Das
die Resisten gegen Joshuas Angriffe. Craft, Energy Circle. Ich will Randys CP am Ende des Kampfes auch wieder voll haben. Ja gut, so geht das natürlich noch einfacher. Wieso triffst du nicht Joshua? Craft, Power Smash, Resist. Achso, er resistet nicht gegen Joshuas Angriffe, sondern dagegen, dass Joshua noch Freeze hat. Seine Angriffe können ja freezen. Warum misst ihr die ganze Zeit? Alter, was ist das denn für inkompetentes Verhalten gerade? Joshua stirbt gleich. Ich sollte vielleicht nochmal gerade den Energy Circle machen. Voll geheilt. Komplett. Der war fast tot. Der ist ja voll OP. Das bringt mir jetzt gerade nichts. Wieso trifft Joshua die ganze Zeit nicht? Kannst du jetzt... Jetzt greifst du einfach mal an. Leute, warum? Er ist doch fast kaputt. Mach doch endlich mal. Danke. Immerhin verwandeln sie sich auch wieder zurück. This is horrifying. It's like watching a nightmare. Demonization. This isn't the first time I've seen this phenomenon, but still. They've lost consciousness. Yeah. Incapacitated, but their lives shouldn't be in danger. Phew, that's a relief. I'm afraid that this is another power of the professor's gnosis. The transformation occurring in the user's mind can become so potent that it alters their body as well. What, Teotot? You aren't joking, are you? That's friggin' ridiculous! They may have been some good-for-nothing grunts, but they didn't deserve this! This Joachim. I'm going to rearrange his ugly mug with my stuff. With my staff. Just you wait. This just isn't right. In any case, we should comb the surrounding area for clues. There may be valuable information on the code hidden somewhere nearby. Understood. Let's do it. Muss ich jetzt hier nach Informationen suchen in diesem... Mafioso is unconscious. Okay, auch unconscious. Muss ich hier noch weiter nach Informationen suchen oder meint er beim Weitergehen? Ich glaube, er meint beim Weitergehen. Das heißt, ich kann jetzt erstmal mich hier nochmal voll heilen. Und dann kann ich auch tatsächlich weitergehen. So. Und hier durch. Hier sind irgendwelche Steuermechanismen. Dem Dampf sollte ich eventuell ausweichen. Ach, solche Kobolde. Okay, hier geben die Gegner auch wieder Erfahrungspunkte. So, der Dampf macht scheinbar gar nichts. Er ist nur zur Deko. Geht's hier jetzt weiter? Hier ist eine Kiste schon mal. Evergreen. The guy who invented Zero, thanks for nothing. Ach, danke. Danke für nichts, genau. Was macht denn dieses Evergreen? Prevents Feint Sleep Confuse. Im Prinzip genau das, nur mit Zusatzattributen. Also kriegst du das, Joshua. So, in die Richtung ging es aber noch weiter. Hier ist nur irgendeine Kommandozentrale. Da steht da System
Command OK. It worked. This is one of the Foundation's older systems used to store and process information. Most scientists consider something like this a relic now, but it was quite expensive in its prime. If anything, Speaker Hartman must have provided the funds for them. Probably. Either way, we should perform a thorough sweep of the surrounding area. To you. Any luck? Yes, actually. Somehow I was able to find details on how releasing the barrier's lock works. Though only a portion of the data was still accessible, I'm sad to say. We can work with it. Let's have a look. View information. Onara Sect. My name is Joachim Günther, High Priest of the DG. 6 years ago, our sect was on the brink of extinction due to the efforts of the authorities, including the Bracer Guild. It was I alone who was able to escape danger and find refuge in this land of Crossbill, wahrscheinlich, ne? It was the guidance of the Great that helped me. The guidance of the Great that helped me survive, so I could realize the ambitions of our sect. Sie bezeichnen sich selbst als Sekte? Würden Sektenanhänger nicht eher sagen, dass es eine Religion ist? Ich meine, eine Sekte hat ja einen negativen Touch. Das heißt ja, dass es eine nicht anerkannte Religion ist, quasi. Aber man selbst, wenn man dieser Sekte angehört, erkennt diese Religion ja eigentlich an und würde das als Religion bezeichnen und nicht als Sekte, oder? Since the time will surely come, I will record data in each of these terminals on which they shall base the new testaments. In order to discuss the origins of our sect, I will first have to return to the abominable history of the continent Zemuria. The Great Collapse, approximately 1,200 years ago, marked the end of an advanced civilization, and with the established order giving rise to the bloodshed and poverty of the Dark Ages. In their fatigue, the people committed a grave sin. They let themselves to be deluded by the flattery of pompous fools and accepted their invented self-centered order with open arms. The foolish bloop bloop and their symbol, that bloop of the bloop, the Dark Ages, met its demise, and the faith spread throughout the continent. Let us consider if said bloop really existed. Can we not assume that we should bestow equal salvation upon all of us? However, disparity yet exists and people continue to perish in disasters and misfortunes. Does that mean said bloop discriminates upon whom she shall bestow salvation? This thought alone is too ludicrous for words. In the end, she is merely an idol invented by the bloop, wahrscheinlich Septian Church, to amass power. A bloop as such simply does not exist, goddess wahrscheinlich, ne? Having reached that conclusion, our predecessors, war sogar richtig, embarked on a long journey to find a bloop. A new god vielleicht? Their efforts were not in vain, for at dawn of the Middle Ages, in the depths of this land, she was known as bloop. This is Professor Günther's research. It seemed to me more like an outline of the entire cult. Really bunch of mumbo-jumbo to me. I have a feeling that those bytes of information were erased intentionally. Restoring the data would be a feat. I might be crazy, but I could have sworn that Septian Church and Goddess of the Sky were two of the things missing. Yeah. It's almost as if they're shouting to the reader that Eidos isn't real. Agreed. There's no mistake about it. Unfortunately, it will be difficult to dig any more terms out of the data. Release lock. Activating lock override sequence. Okay, das ist eins von zweien. Aber hier ist noch ein zweites Lock wahrscheinlich. Und das finden wir wahrscheinlich, wenn wir hier weitergehen. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Computer, mit dem wir aber nicht interagieren können. Hier sind zerbrochene Behältnisse, in denen wahrscheinlich mal irgendwas rangezüchtet wurde. Hier ist noch eine Monsterkiste.
Einmal gerade speichern. Bevor ich die Monsterkiste hier öffne. Harmonia Boots. Lloyd and friends can get over barriers, but they sure can't get over stealing from Trevor. Ganz ehrlich, hör auf, mir das immer vorzuwerfen. Das geht nur bei einer Frau. Sind die Harmonia Boots besser als Seventh Heaven? Ich glaube nicht. Aber du kannst die haben. Die sind wahrscheinlich besser als deine Schuhe. So. Ich wollte das nicht. Ich wollte vorspulen, dass das endlich an ist. Your information. On Gnosis. Gnosis is a secret remedy made from Plemora grass, which grows directly on top of wahrscheinlich Mountain, Mainz Mountain oder so? Nee. The way it is prepared, it gives the user enhanced physical abilities and sensory receptivity, as well as drawing out latent power. Gnosis allows to the reverent of by doing so, is able to draw from the and thereupon stimulate her own when enough is amassed to achieve will be moreover, Gnosis left the room for improvement. The of after wood of research, our sect has increased the effects of Gnosis and repeated the so-called ceremonies. At a the completion of Gnosis lay within reach, then when we hit an unforeseen obstacle. Due to the scale of our experience, we were detected by the authorities and the Bracer Guild. They led coordinated assaults on our lodges and ultimately our sect. Foolish beyond words indeed. After all, what are a few sacrifices in order to die wollen neuen Gott erschaffen? War es das, was sie vorhatten? In secrecy, I collected the data from destroyed lodges and arrived in Crossbill, the land of as the pleroma grass, the foremost ingredient for Gnosis, in abundance in the of there would never be a in addition to the highly advanced facilities once by the from the in the depths of the Sunford. I was blessed with an environment to continue my research and finish the secret remedy. It looks like a lot of details were deleted. Unfortunately, so I think we still have enough information to recreate to create a report on that drug, though. It seems a lot. It seems almost certain that Joachim was using this place as a research facility. And after working these past several years, he's finally hit the mass production stage. Yeah, but what's the deal with this pleroma grass? He said it was an ingredient, but pleroma grass? That's not ringing any bells. I don't remember anything like that either. When we return home, I should run a full-scale database search for it. Release log. Good. So, wir brauchen sogar noch einen dritten. Es ist noch ein drittes Log da, was released werden muss. Indem wir wahrscheinlich noch weiter gehen, ne? Gerade nochmal zwischenspeichern. Ah, so ein Stier wieder. So, jetzt muss ich aber mal heilen. Denn so langsam werden die Gegner ja doch was. So langsam können die doch was. Ich schätze mal hier lang. Ein anderer Weg bleibt ja nicht wirklich. Curia Bomb. If I were a trader, how much would my hay be worth? Do you think I could run a business of it? Yeah. Ich weiß nicht, was ich dazu großartig noch beitragen soll. Der war schlecht genug. Ständig diese Puns.
So, jetzt bin ich hier. Und hier ist nochmal eine Kiste. Die wird uns wahrscheinlich dann auch das Level abbringen. Go. Defender. Detective Bennings, tear down this barrier. Ja, das war ja seine Rede, die er gehalten hat, ne? Defender. In die Richtung ist hier auch noch was. Oh ja. Jetzt kam erst das Level ab. EP Charge 2. You know there's no achievement for reading all of these, right? Aber ich mache es aus eigenem Interesse, weil ich wissen will, was da steht. Sind ja lustige und kreative Wortwitze. Nicht wahr? Ich habe gerade gesehen, hier standen ganz viele Glocken rum. Hat das eine Bedeutung? Es ging um diese Tür hier. Machen wir die auch noch auf. Dann muss ich nochmal kurz zurück. On the Divine Child, also Kia, ha? Huh? Ich meine, darüber hat er ja geredet, ne? Dass Kia das Divine Child werden soll. This very crossbow is the blub of the D, therefore G, and the blub 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 blub. It is this very place we were one, where we once blub the Divine Child blub blub blub. The Divine Child blub 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 and her blub is therefore the blub 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 D, therefore G. Okay. Divine Child, wahrscheinlich heißt D, therefore G. Divine Child, therefore Goddess. Oder? Hm. Blub, blub, Sunford. Blub, 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 Sunford. For blub to blub, blub, blub might be hard to believe for us mortals. However, I myself have seen her with my own eyes. Within the blub referred to as the blub 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 blub, that blub blub, the blub blub was blub by the blub 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 blub, based on the blub blub, had blub by blub artifacts, meaning that like blub 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 blub, there is nothing blub to be found here. From blub 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 blub, the divine child blub gnosis. Blub noses, blub 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 blub. Once blub is blub, the divine child will blub, and she will blub the blub blub, and the blub and blub of blub blub will blub within blub, releasing the people from the blub spell. That is the prophecy left by the predecessors of D, therefore G, and the ambition will we shall bring to fruition. The hell's this terminal steel? Pack of moths eat at it or something? I'm thinking that this might be confidential information held by the cult. So this divine child has gotta be Kia, right? Yes, most likely. Considering Professor Günther addressed her as such in front of the IBC. Honestly, that just sounded like nothing more than the delusions of a madman to me. Maybe so. Still. The only way to find out for sure is to ask the man himself. Release lock. Zack. Das ist jetzt offen. Ich gehe aber noch mal ein bisschen zurück und ich würde sagen, wir sehen uns dann da. Ich habe mich unterwegs ein paar Wege nicht eingeschlagen und die würde ich dann jetzt ganz gerne einschlagen. Einmal war ich hier in diese Richtung nicht gegangen. Hier ist eine Kiste, okay. Und ein bisschen weiter vorne. Apparently, Arios has been thinking of challenging Cassius Bright to a duel. If you ask me, he should just stay in his McLane. Ja. Genau für sowas lese ich das doch. Und ein bisschen weiter vorne war auch was, was ich nicht gesehen hatte. Beziehungsweise was ich gesehen hatte, wo ich aber nicht lang gegangen bin. Wir sehen uns dann da. Ich wollte gerade sagen, einmal ist hier nämlich noch eine Tür gewesen. Für die man ebenfalls diese Schalter anmachen musste. Ich
Weiß aber nicht, ob das jetzt der Weg weiter ist. Aber hier ist doch auch noch was gewesen. Oh. Die Tür hier führt einfach nur... Oh. Die Tür... Ich hätte einfach hier durchgehen können, dann wäre ich wieder am Anfang rausgekommen. Und hier ist die Tür, durch die wir eigentlich gehen müssen. Okay. Hat mich alles ein bisschen verwirrt. Dann kann ich ja jetzt gerade mich nochmal voll heilen. Gut. Na, dann kann ich ja jetzt durch die Tür da gehen. Willst du mich doch verarschen, dass ich jetzt direkt in den Hinterhalt komme? Na gut, dann gehen wir weiter nach unten. Ich denke mal, es wird nochmal ein Speicherpunkt kommen, oder? Beziehungsweise ein Leben-Auffüllpunkt. Ich möchte den Dungeon ganz gerne noch schaffen. Sind das etwa... Flüsse voll Blut. Ist das das Blut der Menschenopfer? Is this what I think it is? Blood? Take a whiff of it. Looks crazy suspicious, but it's not blood. It might just be drainage pouring in from above. Remember, Gnosis itself was being mass-produced in the area right above us. Indeed, the color may be different, but the scent is very similar to the drug. I'm sure of it. It doesn't seem to be toxic. I recommend that we avoid direct contact, though. Definitely. Everyone, be sure to watch your step. Of course, there's no way that much blood would be lying around. Still, the resemblance gives me the willies. Das klingt irgendwie nach einem Synonym für was anderes als, Gänsehaut. I'm good, though. Let's keep moving. Right. Was ist denn hier? Guck mal, hier haben wir einen Fisch. So, was haben wir hier? 10.000 Mira. Inside are unholy words written in blood. Crossbell when? You etch Crossbell win below it. Ja gut, das können wir auch machen. Ist zwar irgendwie eine Edgelord-Aktion, aber egal. Und auch in diesem Gebiet geben die Gegner plötzlich wieder viel mehr Erfahrungspunkte. So, und hier ging es wieder zurück zu einer Kiste, wenn ich das richtig gesehen habe. 10.000 Mira, schon wieder. How can Miras be real if your eyes aren't real? Was? Achso, Miras. Myras, im Sinne von, wie können meine Augen echt sein, wenn deine Augen nicht echt sind, oder wie Myras? Hier sind, look, could these be our missing persons? Scheinbar, ne? Die sind alle hier. You guys, you came for us! Gerade du, ne? Guns, I'm glad to see you're okay, sir. Oh, my police buddies. Did you come to rescue us? No way, help actually came. Hey, can we get out of here now? Well, everyone. Let's just open all of the cells first, Lloyd. If my intuition is right, I think that lever over there should control the cell doors. Guck mal, da ist sogar eine mit einem Dings drin, mit einer Kiste drin. I see another at the opposite end of the room. Let's bust these people out. Right. Aber da das hier storymäßig ist, denke ich, ich gehe erstmal nochmal zurück, wenn ich das darf. Nein, okay. Let's get this thing open. Zack. There is a sturdy looking lever. Pull it. So, dann sind sie alle offen. Hier ist eine Kiste.
someone stored noses inside me, and next thing I knew, I was in the cell. Okay, auch diese Kiste wurde Gehirn gewaschen. This must be Ido's will, everyone, we're saved. Please try to remain calm, we'll explain everything once we open the other cells. Waren das nicht alle? Ah, hier, da sind noch mehr. Oh, there's another cell over there. Let's open it for them. Okay. Erstmal hier, dann darf ich zurückgehen und in alle anderen Richtungen weiter, wa? Zack! Pull it! Damit haben wir jetzt alle befreit, wa? So, we can leave yet? We can't leave yet? I'm sorry, Guns. So far, we've avoided detection during our infiltration of this place. Nasty monsters and those brainwashed mafiosos are crawling all over the place. There ain't a safe haven anywhere. Not in these ruins and not in the city either. The safest option is for you all to remain here until help arrives. Are you kidding me? Just my luck. The Guardian Force will be dispatched here as soon as the chaos of the city is quelled. Please, we need you to endure this just a little longer. The Bracer Guild won't rest until this entire incident is resolved, trust me. Don't worry, everyone. This place might give you the creeps, but it helps is... But help is on its way. I understand. We don't have any other choice. We'll do everything in our power to help you out. You deserve it. Dankeschön. War hier hinten noch eine Kiste drin? Können wir hier etwa nochmal Dinge tun? Wie unsere Ordnance und sowas? Das wirkt gerade so. Phew, that was a close call. I'd be screwed if this was broken. You see, I work as an orbital engineer, specializing in ordnance. Aha, some of my equipment made it through the mugging intact. If you need your ordnance tinkered with, just let me know. I'll do what I can to get them up to par. Scheinbar können wir hier also... Gut, dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Wir haben hier jetzt unseren Safe Point quasi, wo wir handeln können. Und wahrscheinlich können wir uns auch irgendwo nochmal schlafen legen hier und sowas alles. Aber hier war auch noch was in die Richtung. Die Treppe hoch. So. Es geht noch weiter die Treppe hoch. Komm, hier muss doch auch irgendwas sein. Hier ist so eine Kiste. Gut. Dann heile ich mich vorher nochmal voll. Und los. Randy ist ja fast tot. Sigma Drive. Okay. Did you know 50% of the time Randy's the greatest all the time? Ja, das stimmt. Du kannst jetzt deinen Sigma Drive bekommen. Ja, dann zurück. Kann irgendwer uns hier auch aufpäppeln und so? You guys, help will be there soon, won't it? I'm so sorry, I regret every second of how I acted this past month. When you take that drug, it's like you're capable of anything. I hate myself causing so much trouble for good old Mayor Bixen. Ich könnte auch einfach mit Ellie heilen, ich meine, sie ist ja sowieso nicht in der aktiven Gruppe und deswegen macht es auch keinen Unterschied, ob sie noch alle EP hat. Hier geht's nach unten und nach oben. Ich gehe erstmal hier unten lang. Okay. So eine Art Level ist das. Die Art Level, wo man wieder Wasserebenen hoch und runter schieben muss. Was wäre denn, wenn man oben lang gegangen wäre? Nur mal so aus Interesse. Was wäre hier? Hier ist das Treppenhaus. Es geht wieder nach oben. Ich möchte ungern einfach in die nächste Ebene rennen. Okay, hier ist noch eine Kiste. Gut, nochmal so ein Viech. Florentin.
Chief Roberts has been pulling strings to have Crossbell rename the Geofront the Teofront. Would the dev team have to change their name to... Wahrscheinlich. Aber the Teofront ist auch viel besser, weil Teo ist cool. Ich mag Teo. Nochmal Arts. Eigentlich muss nur Joshua geheilt werden. Terror of Joshua. So. Habe ich das eigentlich Tio jetzt schon ausgerüstet? Ich glaube nicht. Hier, nimm deinen Florentin. Wenn der Professor nicht genug ist, dann muss der Florentin her. So, jetzt widmen wir uns dem Ding nochmal. Hier, okay, da kann man ins Wasser, wenn man das runtergeschraubt, hier kann man das runterschrauben. Was ist hier? Hier ist nur eine Kiste. Dann ist gut, dass ich erst hier hingegangen bin. 3, 2, 1. And magically appears 0. Warum zählt der jetzt auf Deutsch runter? Oh. Ja. Das Water Level muss absinken. Ich habe hier eben eine Kiste gesehen, die will ich haben. Attack 3. Das brauche ich nicht. Das habe ich schon. The chest has been stricken with the curse of Kiseki. Sadly, nothing else will come out of it for years. Ja, aber im Moment kommt das eigentlich ziemlich regelmäßig, oder? Ich meine, in meinen Arbeiten sehe ich im Moment schon am neuesten Teil. Okay, hier könnte ich das Wasser wieder hochstellen. Dann gehe ich erst dahin, wo ich das Wasser noch unten brauche. I'm a well-known gambler among the chest folk. You can call me Gambler Jack in the Box. Gambler Jack in the Box, weil Jack in the Box ist ein Relikant. Gambler Jack in the Box und so, ne? Attack 3 schon wieder, das habe ich doch. It was the chest of times. It was the worst of times. Weil Chest und Best ja so unglaublich ähnlich klingen. Mir bleibt keine andere Wahl, als das wieder hochzustellen. Gibt sich dadurch hier hinten noch irgendwie was anderes? Nee, ne? Nee. Dreh dich um. Der Plumpsack geht um. So, und in die Richtung geht's raus. Man scheint nochmal aus der anderen Richtung wieder reinkommen zu können. Guck mal, sie kann ja auch heilen. Ist der sowieso ein Charakter, den ich schon im Trails in the Sky am liebsten gegen wen anders getauscht hätte. Also so vom allein vom Gameplay her. Da mochte ich die anderen Charaktere alle lieber. Nein! Nein, so nicht. Hier unten will ich nochmal. Da kann man doch bestimmt wieder in diesen Raum rein, oder? Oder? War das jetzt zu... War das jetzt zu blöd gedacht und hier komme ich einfach nur wieder dahin, wo ich... Nein, Gott, hier komme ich wieder in den Raum rein. Da wollte ich auch hin. Found nothing. Can't hold anymore, so left it behind. Noch mehr nichts kann ich nicht haben. You discover all of Anton's old love letters. After reading one, you can't bring yourself to read the others. Ach ja, Anton. Hier kann man das wieder hochstellen, okay. Dann machen wir das doch mal. Das Wasser wieder runter, meine ich. Dann kommt man da auch zu der Kiste hin. Nochmal so ein Relikant. Ich will das von hinten erwischen. Von hinten! So. Oh Gott, es geht hier ja auch noch weiter. Hier ist die Kiste, hinter der ich her war. Da wird dann wohl jetzt nochmal für... Ich hab jetzt für alle eigentlich... Ich glaube für Joshua oder Estelle müsste dann nochmal eine Waffe drin sein, oder? Oder ich bekomme nochmal Stiefel oder sowas.
was ich jetzt eigentlich nicht gebrauchen kann. Water and Ice, also tatsächlich für Joshua. Okay, also es hat auch keine Elementverknüpfung. Das war mir wichtig. Nicht, dass dann irgendwie plötzlich alle Gegner gegen den immun sind. Das wäre ja dann voll der Troll. Okay, da kann man jetzt hoch, aber hier ging es auch noch sehr weit weiter. Ich gehe erstmal hier hoch. Warte, bis der Fisch sich umgedreht hat. Dreh dich um, Fisch. Was haben wir denn hier noch? Hier geht's raus. Ah, Moment. Ah, okay. Dann bin ich wieder genau hier und jetzt kann ich hier unten auch durchgehen. Interessant, aber was war hier unten denn noch? War hier nicht noch irgendwie eine Kiste oder so? Genau, nochmal so eine Kiste. Nochmal speichern. Das ist ein sehr langer Part. Ich war. Astraya. Also eine Ausrüstung für Estelle, die kann ich ja ausrüsten, aber eigentlich will ich sie nicht spielen. Okay, so viel dazu. Dann kann ich wieder hochgehen und meinen Weg hier fortsetzen. Aber was ist hier oben eigentlich noch? Hier war auch nur eine Kiste, okay. I expected nothing and still I'm disappointed. Tut mir leid. Mehr kann ich dir leider nicht bieten. So, jetzt muss ich hier diesen Weg lang gehen, wo ich eben noch nicht weitergehen wollte. Diesen riesenhaften Weg. Okay, hier ist gar nichts. Hier ist nur eine Kiste. Still blue. I did my job, now do yours. Was ist denn das? Still blue. Was macht denn das überhaupt? Prevents Poison, Blind und Burn. Okay, ja gut, nee. Das sind jetzt nicht so die wichtigen, worauf man achten muss. Durch die wird man ja nicht unfähig, irgendwas zu tun. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Zack. Jetzt können wir hier weitergehen. Right? Right. Aber warum sollte ich jetzt hier... Was genau habe ich dadurch jetzt erreicht? Nichts. Ich mach das wieder runter, ja. Ich weiß nicht, wo ich noch langlaufen soll. Ich bin gerade verwirrt. Ich habe mich vor Verwirrung selbst verletzt. So. Jetzt gehe ich hier wieder raus, ja? Was genau bringt mir das? Das ist doch die entscheidende Frage. Weil ich jetzt wieder hier bin, oder kann man da irgendwie auch durch? Geht es hier auch noch an der Seite weiter? Nee. Hm. Ah, Moment, hier kann man lang. Okay, das bringt mir das. Das bringt mir das. Gut, dann habe ich das jetzt auch verstanden. Noch mehr Zellen. More cells. It doesn't look like anyone's in here, though. I wouldn't be so sure. Is anyone there? Na toll. Don Macaroni? Wait, the Don of Revache? Die können wir doch ruhig hier drin lassen. Haven't I seen you before? Your faces are rubbing me the wrong way. No way. It's the special support section brats. What? Those brats who ruined this year's schwarze Auktion? You know, it wasn't exactly our intention to send the entirety of Michelin into a panic. As if you didn't deserve it. Shut your mouths, you ingrates.
This is all your fault. If that hadn't infuriated the speaker, I would never have to turn these drastic measures. This is all on you, punks. Talk about dodging the blame. Are you trying to say you aren't the one of your Joachim's of one? Are you trying to say you aren't one of Joachim's accomplices? Of course I am not. Huh? How was I supposed to know how horrifying Gnosis could be? Und was mit Garcia? Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ne? Originally, we just thought it would make everyone stronger. Everyone in Ravishy started downing it after the raid on Heyu. But last night, every person who took the drug started acting differently. And this happened. Scarier than that, some of them began to transform into disgusting creatures. Oh, Eidos, please forgive us for the sins we've committed. So that's how it went down. It checks out with everything we have presumed so far. Now, you know the real story. I'm a victim in all of this. Hurry up and let us out. And let us lead us to somewhere safe. Don't push your luck. Huh? Joachim Günther is the mastermind. How can you claim no responsibility in this knowing that? Ravishy was the sole provider of Gnosis to the citizenry, right? Tell me I'm wrong. Well, you see, I know your plan. You use Crossbell citizens as lab rats to evaluate the safety of Gnosis. If things went smoothly, you would have begun to market the drug to potential buyers, expanding its reach all over Zemuria. Am I wrong? Damn! We went too far. I doubt any Diet member will attempt to sweep this under the rug for you. As for Speaker Hartman, he's under investigation for multiple ties to Günther. Know full well that nobody will be able to shield you from the law now. Grr. Well, now that they know that, what happened to Garcia? Wasn't he caught alongside you guys? The boss fought Joachim until the bitter end. Unfortunately, the raw power of all those monsters was too much for him to handle. And we haven't seen him since. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nochmal gegen ihn kämpfen. Er hat auch die Droge gekriegt. That's so? That's bad news. Yeah, it is. Hey, Lloyd. What are you planning to do with them? What do you mean? I think it would be dangerous to leave them in a place like this all alone. But if we free them, they may just take the opportunity and run away, you know? That's true. It's not an easy call. We'll trust your judgment, Lloyd. Because honestly, I'm not sure if the Guild's sworn duty to protect civilians applies to Ravishy. Ich würde sie hier drin lassen. Was machst du, Lloyd? Lloyd pulled the lever. Oh, thank the goddess. We owe you one, kid. Lloyd. Jeez, ever the good cop. Would you expect anything else? This is only because it's an emergency. Incredibly strong monsters wander around this place like it's their home, trying to escape its tantamount to suicide. My advice is to stay put and wait for the police to start their rescue mission. Don't go barking orders at me, Brett! Your job here is done! Scram! We should go. Wir hätten sie auch einfach hier lassen können. Yeah, let's press on. Jetzt haben wir die auch befreit. Einmal nochmal speichern. Von hier sind wir gekommen. War hier noch eine Kiste drin oder so? Nein, ist hier noch irgendeine Kiste? Hier ist noch eine Kiste. Okay. Es ist hier gerade wirklich sehr, sehr lang schon, dieser Part. Und ich befürchte, der Dungeon geht auch noch länger. Weshalb ich jetzt einfach mal beschließe hier an dieser Stelle, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich packe jetzt gerade hier die Kiste noch aus und dann mache ich beim nächsten Mal noch die andere Kiste, die da, wo Gegner drin sind. Hier ist ja nichts drin. This is what I get for opening myself up to others. Tja. Man soll auch nicht zu offen sein. So.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns hier an dieser Stelle bei dieser Kiste beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao.